Guten Morgen an diesem Donnerstagmorgen. Herzlich willkommen bei Phoenix vor Ort. Herzlich willkommen direkt von der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages. Es ist die letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause. Der Bundestag hat sich trotzdem ein langes Programm auferlegt, das im Übrigen auch nicht unterbrechen werden soll ab 21 Uhr, wenn das Halbfinale stattfindet bei der Europameisterschaft mit der deutschen Mannschaft. Aber man hat einige Tagesordnungspunkte nach vorne verschoben, die wichtig sind. Und möglicherweise wird auch der eine und andere Debattenbeitrag zu Protokoll gegeben. Das wird garantiert und definitiv nicht geschehen mit dem ersten Tagesordnungspunkt heute hier im Plenum, dem Tagesordnungspunkt 4 dieser Sitzungswoche. Es geht um eine Regierungserklärung und die anschließende Aussprache zum NATO-Gipfel am Wochenende in Warschau. Und das Ganze hat natürlich bekanntermaßen eindeutige Hintergründe. Das ist die angespannte Lage zwischen der NATO, aber auch Russland. Und auf diesem Gipfel will man zweierlei beraten und zum Teil auch beschließen. Da ist zum einen die systematische Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Europäischen Union. Deswegen sind auch Schweden und Finnland mit zu Gast bei diesem NATO-Gipfel. Beide ja seit 95 Mitglieder der EU, aber eben nicht der NATO. Und der andere wichtige Punkt, über den man diskutieren wird bei diesem Gipfel, das ist die Installierung ab ungefähr Februar 2017 von je 1.000 Soldaten in Polen und in den baltischen Staaten, um eben diese vermeintliche Bedrohung oder tatsächliche durch Russland der etwas entgegenzusetzen. Und darüber hinaus sollen ja ohnehin mehr Panzer und mehr Artillerie in diesen östlichen Raum der NATO stationiert werden. Viel zu besprechen also bei diesem NATO-Gipfel, auch im Anschluss an die Regierungserklärung, aber jetzt schon hier. Ich freue mich, dass bei uns sind heute Morgen Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, und Wolfgang Gerke ist da der stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei der Linksfraktion, der zuständig ist für diese Bereiche Außenpolitik und auch NATO. Bevor wir auf dieses Thema kommen, ganz kurz, Herr Hart, auf der ursprünglichen Tagesordnung hieß es, die Regierungserklärung solle sich auch drehen um den EU-Rat in der vorvergangenen Woche. Können Sie uns sagen, warum das jetzt nicht mehr Thema ist? Die Themen des EU-Rates sind ja weithin auch schon diskutiert. Wir haben ja auch eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages vor diesem EU-Rat gehabt. Und es wird Mitte September einen weiteren EU-Rat geben. Ich gehe davon aus, dass wir im Vorfeld dieses EU-Rats dann auch noch mal von der Bundesregierung informiert werden. Im Augenblick steht tatsächlich der NATO-Gipfel im Vordergrund. Und deswegen ist es gut, dass die Bundeskanzlerin heute dazu eine Regierungserklärung abgibt. Dann wissen wir das auch. Wir haben in genau dieser kleinen gemütlichen Runde vor ziemlich genau 14 Tagen zuletzt zusammengestanden. Damals waren wir teilweise überrascht, teilweise sehr überrascht, dass die Briten sich doch mit einer Mehrheit dafür entschieden haben, die EU zu verlassen. Jetzt sind wir fast 14 Tage später. Wie viel schlauer sind wir jetzt? Es hat sich zumindest das politische Feld in Großbritannien total umgekrempelt. Die zwei Führer der Anti-Europa-Bewegung in Großbritannien haben die Segel gestrichen und stehen nicht zur Verfügung für politische Ämter. Und in den beiden anderen großen Parteien gibt es entsprechende Führungskämpfe. Wir müssen jetzt abwarten, wer Premierminister wird und wie dieser Premierminister mit dieser schwierigen Situation umgeht. Europa ist bereit zum weiteren partnerschaftlichen, freundschaftlichen Dialog mit Großbritannien. Aber den ersten Schritt müssen die Briten jetzt tun. Sie müssen den Austritt förmlich beantragen oder sie müssen uns mitteilen, dass sie es vielleicht doch nicht tun, was ich hoffen würde. Dieselbe Frage an Sie, Herr Gerke. Was haben wir gelernt die vergangenen 14 Tage? Wie bewerten Sie die vergangenen Bemühungen, sich da aufeinander zuzubewegen unter Umständen? Schlauer sind wir überhaupt nicht. Wir sind eigentlich mehr verwirrter, was denn jetzt passieren soll in der EU und in Großbritannien selber. Ich finde, dass die EU sich endlich die Grundfrage stellen muss, wie reformfähig ist sie? Und das muss sie demonstrieren. Wenn nicht mehr Reformfähigkeit rüberkommt, werden die Menschen in Europa nicht für die EU zu überzeugen sein. Und in Großbritannien passiert sowas, wie wir es in Italien erlebt haben, eine faktische Auflösung des Parteiensystems. Das allerdings finde ich sehr bedenklich und sehr gefährlich. Eines der Themen beim NATO-Gipfel, um auf den jetzt wieder zuzusteuern, ist ja die Systematisierung der Zusammenarbeit zwischen NATO und EU. Wenn man sich diese EU anguckt, die gerade dabei ist, sich neu zu bestimmen, neu zu erfinden vielleicht auch, wie kann denn eine solche EU bei einem solchen Gipfel als ein Gebilde, als eine Stimme eigentlich auftreten? Es besteht in der EU schon Einigkeit darüber, dass in der Außen- und Sicherheitspolitik mehr Europäische Union
erforderlich und gewünscht ist. Und auch aus Sicht der nordamerikanischen Partner wäre natürlich eine Effizienzsteigerung unserer Verteidigungsanstrengungen in Europa eine wichtige Hilfe, um einfach unsere Verteidigungsfähigkeit insgesamt zu erhöhen. Wir haben die Vorlage der Global Strategy von Frau Mogherini seit einigen Tagen auf dem Tisch. Und ich glaube, dass wir auch bei der ganzen Weiterentwicklung der EU-Außenpolitik darauf achten müssen, dass wir keine Doppelstrukturen zur NATO schaffen und dass wir eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung der NATO-Fähigkeiten damit herstellen. EU und NATO, Herr Gerke, Ihre Sicht? Wir wollen natürlich, als Linke wollen wir natürlich was ganz anderes. Das wird am NATO-Gipfel wahrscheinlich nicht debattiert werden. Das ist nämlich die Auflösung der NATO. Und die kommen wir gleich drauf. Gut. Nein, diese Verzahnung EU und NATO halte ich für sehr gefährlich, weil aus einem ursprünglich zivilen Gebilde der Europäischen Union immer mehr ein militärisches Gebilde wird. In der NATO hat bekanntlichermaßen die USA die Vorherrschaft und die Dominanz. Das wird auch keiner bestreiten. Das heißt, praktisch nimmt die USA auch in der EU Platz. Ob das gut geht, glaube ich nicht. Ein anderer Kurs wäre besser. Da Sie gerade die NATO beschreiben, ich habe ein schönes Zitat gefunden von Mark Rutte, dem Premierminister der Niederlande. Der sagt, früher war die NATO ein warmer, schützender Mantel für einen kalten Winter. Heute müssen wir Allwetterkleidung haben. Was sagt das aus über die NATO? Dass die NATO natürlich sich auch in ihrem Charakter verändert hat, weg von der westlichen Macht. Da hat Wolfgang Gerke dann recht aus Ihrer Sicht. Sie hat sich verändert. Sie ist auch, wie ich finde, ziviler geworden, weil die NATO-Ansätze, das, was wir mit NATO-Einsätzen bezwecken, immer auch den Aspekt hat, wie kann das nachhaltig durch zivile Maßnahmen unterstützt und gefördert werden. Friedenssicherung in der Welt ist eben nicht möglich, ohne darüber nachzudenken, wie schafft man eine dauerhaft stabile Situation für die Menschen. Und ich glaube, da ist gerade der europäische, der deutsche Ansatz, dass wir versuchen, die Friedenslösungen nachhaltiger zu gestalten. Manchmal muss man militärisch eingreifen, um zu verhindern, dass Menschen massenweise getötet werden. Aber man muss natürlich dann eine Antwort haben, wie geht es weiter in diesen Regionen, in diesen Ländern. Und da ist die Europäische Union sowohl in Libyen als auch in Syrien als auch in Afrika in besonderer Weise gefragt. Und da sehe ich die Verzahnung mit der NATO, dass die Stärke, die militärische Stärke der NATO und die Operationsfähigkeit der NATO zusammenkommt mit der nachhaltigen Wiederaufbauleistungen, die dann natürlich in erster Linie eine Struktur wie die Europäische Union leisten kann. Friedenslösungen nachhaltiger gestalten, sagt Jürgen Hart. Jetzt wollen Sie, das wissen wir, den Umbau der NATO zu einem kollektiven System, muss ich auch ablesen, zu einem kollektiven System für Frieden und Sicherheit in Europa unter Einschluss Russlands. Das wird heute im Parlament auch diskutiert, ab ungefähr 15.30 Uhr. Nun wird das nicht über Nacht gelingen, schon gar nicht diese und die nächste. Das heißt, Sie müssen sich ja erstmal mit der NATO so beschäftigen, wie sie ist. Wie sollte sie agieren, so wie sie ist jetzt, unter diesen Bedingungen, die wir ja haben? Sie kriegen sie ja so schnell nicht umgebaut. Nein, man kann ein Verschiedenes durchbuchstabieren. Ich möchte, dass Deutschland als erster Schritt, um in diese Richtung gehen zu können, aus den militärischen Strukturen der NATO austritt. Das ist ganz einfach möglich. Eine Erklärung Deutschlands, wir schicken keine Soldaten mehr in Auslandseinsätze. Eine Erklärung, dass wir den ganzen Aufrüstungskurs 2% des Bruttoinlandsproduktes, es werden 60 Milliarden für Deutschland jährlich nicht mitmachen. Und drittens, wir werden uns an solchen Militäreinsätzen wie Afghanistan, wie Libyen nicht beteiligen. Das ist alles machbar. Frankreich war schon mal draußen aus den militärischen Strukturen, de Gaulle selig. Warum kann Deutschland das nicht? Und das wäre ein erster Schritt. Und dann bewegt sich was in Richtung Veränderung der NATO, Auflösung der NATO, europäische Sicherheit. Klingt so schön einfach und klingt so bestechend friedlich auch, aber wahrscheinlich ist es doch faktisch tatsächlich ja nicht ganz so einfach, denn es gibt ja durchaus bestehende Verträge, weiß auch Wolfgang Gerke natürlich. Es gibt vor allem eine weitere Notwendigkeit für die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO. Die NATO war nicht nur unser Garant von Frieden und Freiheit in den letzten Jahrzehnten, sie ist auch unser wesentlicher Hebel, mit dem wir die Sicherheit Deutschlands herstellen. Wir brauchen ja nur auf die Welt zu gucken. Die Zahl der Menschen, die von ihren Herrschern gezwungen werden, ihr Land zu verlassen, die vertrieben werden, die verfolgt werden, nimmt ja rapide zu. Und wenn wir dagegen wirksam etwas tun wollen, brauchen wir Freunde, dann brauchen wir Partner in der Europäischen Union und in der NATO. Und wenn wir die NATO verstehen als nicht nur als Militärbündnis, sondern auch als Gemeinschaft, die für sich den Anspruch hat, in der Welt zumindest das Leid zumindest ein wenig zu lindern und auch als Schwert der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stehen, wenn es darum geht, UN-Resolutionen gegen Völkermord durchzusetzen, dann wünsche ich mir eine moderne und starke NATO auch für die Zukunft. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen auf dieser Welt, die in Unfreiheit leben und die unterdrückt werden, die von ihren Despoten beherrscht und drangsaliert werden, dass sie sich auch eine starke NATO wünschen.
Sie wünschen sich eine starke NATO. Es gibt im Moment eine Diskussion darüber, wie diese NATO auch sich öffentlich äußert und positioniert. Gerade seit 14 Tagen haben wir eine Debatte darüber, weil Bundesaußenminister Steinmeier gesagt hat, man solle die Lage nicht durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul anreizen. Wie gesagt, wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt. Ich vermute mal, das ist Wasser auf Ihre Mühlen. Ja, das ist nicht nur Wasser, das ist ein ganzer Fluss, der auf meine Mühlen geht. Ist ja nicht nur Steinmeier, das ist Wolfgang Ischinger, Münchner Sicherheitskonferenz, Rät der NATO zur Mäßigung an. Das ist Gerhard Schröder mit sehr starken Worten. Das ist der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber in Europa, General, also des Militärausschusses, General Kujat. Es sind ganz viele, die von der Sache was verstehen, die sagen, wenn die NATO so weitermacht, provoziert die NATO Russlands und das Russland, und das darf nicht passieren. Und ich bin dafür, auf solche Stimmen der Vernunft zu hören, auch wenn diejenigen, von denen die Stimmen kommen, nicht unbedingt meine Freunde sind. Trotzdem gab es heftige Kritik aus der Union. Es gab, Bundesfinanzminister Schäuble hat von einem rhetorischen Fehlgriff gesprochen. Norbert Röttgen hat Frank-Walter Steinmeier einen Putin-Versteher genannt. Sie haben immerhin noch gesagt, die Äußerungen seien missverständlich. Was ist falsch, wenn man den Dialog betont einerseits, aber andererseits natürlich auch mit dazu beiträgt, dass dieser Abschreckungsmoment trotzdem ja noch da ist? So wie Frank-Walter Steinmeier es getan hat vor 14 Tagen, entsteht der falsche Eindruck in der Öffentlichkeit, die NATO hätte Defizite in ihrer Bereitschaft, mit Russland zu reden. Und das sehe ich eben nicht. Erstens gibt es die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen der NATO und Russland im NATO-Russland-Rat-Format. Wir haben es auch angeboten, den Russen vor dem Warschauer Gipfel. Das wird jetzt voraussichtlich nächste Woche stattfinden. Und zum Zweiten gibt es ganz viel Kooperation von NATO-Partnern mit Russland in anderen Fragen. Zum Beispiel in der Syrien-Frage, dieses Wiener Konferenzformat. Also der Eindruck, die NATO hätte Defizite im Blick auf ihre Bereitschaft, mit Russland zu reden, der ist eben falsch. Und der wird durch solche Äußerungen stimuliert. Und das habe ich kritisiert. Ich kritisiere nicht die Aufforderung, dass die NATO im Gespräch bleibt. Ich kritisiere nur, dass der Eindruck erweckt wird, die NATO sei ein säbelrassendes Ungeheuer, das nicht gesprächsbereit ist. Und diesen Eindruck hat meines Erachtens der Außenminister fälschlicherweise erzeugt. Muss ich mal kurz hier dranbleiben bei Jürgen Hart. Ronald Pofalla, immerhin Vorsitzender Petersburger Dialog, sagt, man sollte die NATO-Präsenz vielleicht begrenzen, zunächst mal auf ein Jahr, also die jetzt verstärkt werden soll. Und Franz Josef Jung, immerhin Fraktionsvize bei Ihnen, sagt, der NATO-Russland-Rat sollte wieder auf Ministerebene auch tagen, um in einem gemeinsamen Dialog auch gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Hört sich beiden so an, als wenn die durchaus auch der Meinung seien, man könnte mehr in dem Bereich Gespräche und Kommunikation durchaus auch tun. Also wir haben ja diesen NATO-Russland-Rat die Gespräche angeboten. Es ist klar, dass man, bevor man auf Ministerebene zusammentritt, zunächst einmal auf Botschafterebene miteinander spricht. Ich glaube, dass es am Ende auch dahin führen wird. Ich habe nur im Blick auf die beabsichtigte Stationierung von NATO-Streitkräften im Baltikum den diskreten Hinweis, dass wir hier von insgesamt maximal 9.000 NATO-Soldaten in verschiedenen Ländern Osteuropas reden und dass wir auf der russischen Seite leider die Umdisponierung von 3 Divisionen haben. Da reden wir von 30.000, wenn nicht sogar noch mehr Soldaten. Also die Behauptung, die NATO würde hier in irgendeiner Weise eine Drohgebärde gegen Russland aufbauen, halte ich für völlig unangemessen. Ich wollte auch nur ergänzen, dass es auch aus der Union durchaus Stimmen gibt, die den Aspekt Dialog durchaus immer mal wieder betonen. Trotz allem, Sie auch sagen, das, was Sie sagen, ist nötig und zwingend in dieser Situation. Ja. Die Sanktionen, Herr Jäcke, gegen Russland wegen der Annexion der Krim, auch wegen der Besetzung von Teilen der Ukraine, sind bislang ergebnislos. Aber trotzdem kann man das nicht einfach so akzeptieren. Was wäre denn Ihre Lösung? Sie sind nicht ergebnislos, sie sind kontraproduktiv. Sie kosten der europäischen Wirtschaft viel, sie kosten der deutschen Wirtschaft viel, sie kosten dem Parlament viel. Also ich kann nach Moskau fahren, Sie auch, Herr Hart, wenn Sie wollen, machen Sie ja auch, und ich auch. Aber ich kann meine russischen Kollegen nicht nach Deutschland einladen. Das ist doch ein unwürdiger Zustand und das muss weg. Also Einstieg in den Ausstieg, raus aus den Sanktionen, sonst bringt auch der Russlandrat der NATO nichts. Ja, aber was machen wir gegen völkerrechtlich nicht akzeptable Vorgänge, wie sie sich auf der Krim und in der Ukraine erreicht haben?
Also wenn Herr Willy Brandt und andere sich so verhalten hätten, hätte es nie die deutsche Einigung gegeben mit Zustimmung von Russland. Ich bin für Gespräche, ich bin für Verhandlungen, ich bin dafür, dass Interessen ausgearbeitet werden. Man hätte die ganze Krim-Tragödie vermeiden können, wenn man rechtzeitiger miteinander geredet hat und vernünftige Vorschläge gemacht hätte. Dass Russland nicht akzeptieren wird, dass faktisch mit einer Verbindung der Ukraine mit der NATO, die NATO auf der Krim das Sagen hat, das wusste auch jeder, das lag da auf dem Tisch. Wenn man da nicht rechtzeitig redet, kommt man in solche Situationen rein. Und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo wir die unterschiedlichen Auffassungen, die Sie beide haben, hier an dieser Stelle zumindest leider nicht mehr auflösen können. Es ist, glaube ich, auch inzwischen 9, weshalb die Plenumssitzung gleich beginnen wird. Ich will Sie nicht entlassen mit einer Frage, die mit dem, was wir hier gerade besprochen haben, überhaupt nichts zu tun hat. Aber was ich eingangs schon mal erwähnt habe, nämlich mit dem Halbfinalspiel heute Abend Deutschland gegen Frankreich. Ich muss unbedingt Ihren Tipp noch haben, Herr Hart. Es ist eine schwere Aufgabe. Es ist ja auch Halbfinale der Europameisterschaft. Ich vertraue auf den deutschen Teamgeist, der die ein oder andere verletzungsbedingte Vakanz ausgleichen wird und setze darauf, dass Deutschland nach 90 Minuten als Sieger vom Platz geht. Ergebnis? 1-0. 1-0 würde tatsächlich erreichen, Herr Gerke. Ich eigne mich nicht als Prophet, wenn ich sagen würde, Deutschland gewinnt, wäre das ein schlechtes Vorzeichen für die deutsche Mannschaft. Meine Prophezeiung war nie so gut. Also ich bin für Unentschieden. Das wird nicht sein. Dann gibt es auf jeden Fall ein Elfmeterschießen. Ich sehe nichts von Fußball. Also im Spiel unentschieden, in der Verlängerung auch unentschieden. Im Elfmeterschießen wird allerdings Deutschland gewinnen. Das hat man gesehen, dass sie zuballern können. Mit dieser salomonischen Lösung dieses kleinen Konflikts haben wir im Hintergrund den Gong gehört. Das bedeutet, Bundestagspräsident auf dem Weg zu seinem Platz. Danke Ihnen beiden, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind. Und wir geben direkt rein ins Plenum. Und mehr zu dem, was hier gleich passiert, dann gleich.